Sanitätsoffizier bei der Bundeswehr. Heute sprechen wir über die Ausbildung, vom Praktikum über Wehrdienst bis Studium. Wir sprechen über die medizinische Karriere im Bundeswehrkrankenhaus und auch über Auslandseinsätze. Mein Name ist Stefan Hellwig und ich sage Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kurz vor OP. Kurz vor OP, der Podcast mit Tipps und Tricks für die medizinische Karriere. Produziert von OPET. Unser Gast heute ist leitender Oberarzt der Unfallchirurgischen und Orthopädischen Klinik am Universitätsklinikum Erlangen. Er ist dekorierter Soldat und trägt das Ehrenkreuz der Bundeswehr. Herzlich willkommen, Professor Hans-Georg Palm. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Ich habe gerade schon ein paar Punkte vorgelesen. Da sind wir quasi schon mitten im Thema. Also Sie waren bei der Bundeswehr und darüber wollen wir heute sprechen. Also schön, dass das geklappt hat hier mit diesem Termin. Ich freue mich total, dass wir hier zusammensitzen und freue mich auf ein ganz spannendes Gespräch. Also ich bin sicher, Sie haben eine Menge zu erzählen. Ja, ich mal gucken. Ja, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch und wohin es uns führen wird. Ich bin offen für Ihre Fragen. Ja, sehr gut. Ich habe am Anfang, wir haben so eine kleine Entweder-Oder-Kategorie. Haben Sie Spaß dran? Sollen wir die mal kurz durchgehen? Ja. Reisen oder zu Hause? Reisen. Urlaub am Strand oder in den Bergen? Berge. Analog oder digital? Digital. Franken oder Oberpfalz? Oberpfalz. Sehr und gut. Pflichtfranke. Bitte? Und Pflichtfranke. Und Pflichtfranke. Also Ihr Herz schlägt für die Oberpfalz. Weiterhin, natürlich. Weiterhin, sehr gut. Und dann haben Sie gesagt, bei Urlaub am Strand oder in den Bergen, Sie sind lieber in den Bergen, auch machen Sie auch lieber in den Bergen Urlaub? Ist das so, fühlen Sie sich da mehr hingezogen? Ja, definitiv. Ich bin schon sehr im Süden verwurzelt und mache gerne auch den Urlaub in den Bergen, wobei natürlich auch so ein bisschen mein Hobby das Segeln ist, noch aus der Zeit aus Ulm, als wir dann immer nah am Bodensee waren, da bin ich auch schon ganz gern zum Segeln gegangen. Ah, sehr schön. Auch ein toller Sport, guter Ausgleich. Reisen haben Sie ja auch gesagt. Finden Sie denn noch genug Zeit für diese Hobbys in den Bergen, Segeln, Reisen? Hat man noch genug Zeit als leitender Oberarzt? Ja, also man hat natürlich auch seinen Urlaub und versucht es dann, wenn man die Zeit hat, sich wirklich dann auch auf die Familie zu konzentrieren. Und wir haben vor 2 Jahren Nachwuchs bekommen und da ist tatsächlich auch die Erholung in den Bergen, finde ich, genau das Richtige. Da möchte man gar nicht so weit fliegen, dann lieber in die Berge gehen, ein bisschen wandern. Ja, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Spätestens mit dem Nachwuchs verschieben sich die Prioritäten ganz schnell. Das geht von heute auf morgen. Das stimmt. Herr Professor Palm, wie sind Sie zur Bundeswehr gekommen? Ja, ich hatte zunächst als Alternative zur Medizin erwogen, Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren, weswegen ich mich dann intensiver mit der Bundeswehr auseinandergesetzt hatte. Ich hatte dann auch ein Praktikum in einem Jagdgeschwader absolviert und dann hatte ich so an dem System Bundeswehr Gefallen gefunden. Letztlich fiel aber dann die Entscheidung doch auf die Humanmedizin. Und als Vorteile hatte ich dann als junger Abiturient neben einem spannenden Berufsfeld als Sanitätsoffizier und einem strukturierten Ausbildungskonzept auch die finanziellen Anreize im Studium gesehen. Ich meine, bin ich stehen geblieben bei Praktikum im Jagdgeschwader. Allein das stelle ich mir schon spektakulär vor. Wie bekomme ich denn einen Praktikumsplatz im Jagdgeschwader? Das müssen Sie nochmal erklären. Ja, das ist, man kann dann quasi in der entsprechenden Kaserne, wenn man so will, in dem Bundeswehrstandort anfragen und sagen, ich mache jetzt bald in 1-2 Jahren Abitur. Und wäre es denn möglich, dass ich mir das mal angucke, wie ein Luft- und Raumfahrtingenieur arbeitet. Und dann gab es erst große versicherungsrechtliche Bedenken, dass da ein 16-, 17-Jähriger dort an den Standort kommt und da die Jets anguckt. Und ah, okay, also es ist kein Standard, dass man da ein Praktikum machen kann. Das war etwas Besonderes. War was Besonderes, aber es ist ja immer sinnvoll, sich dann mal irgendwie die Sache näher anzugucken, bevor man dann sich verpflichtet auf längere Zeit. Und dann war ich dort vor Ort und habe mich dann auch mit den Leuten dort ausgetauscht und
Dann hatte ich aber schnell gemerkt, dass man zwar Luft- und Raumfahrttechnik studieren kann, aber die wenigsten dann tatsächlich als Ingenieur arbeiten. Also das sind dann als Offiziere, Truppenführer, die dann meinetwegen Instandsetzung, Staffel befehligen, aber wenig jetzt, sage ich mal, am Jet arbeiten. Und das hatte mich dann etwas abgeschreckt, weil ich dachte, was ich studieren will, da möchte ich dann auch wirklich drin arbeiten. Und das habe ich dann eben in der Medizin eher so gefunden. Was hat Sie da gereizt an der Medizin? Warum haben Sie sich dafür entschieden? Ja, also ist sicherlich auch die gewisse Herausforderung. Medizin hat ja doch nach wie vor die Aura des, sagen wir mal, durchaus anspruchsvollen, schwierigen. Ist nicht für jedermann was, man muss viel lernen. Ich war auch früh auf dem Weg zu sagen, ich möchte dann doch Technisches in der Medizin machen. Da ist vielleicht dann doch der Ingenieurssohn durchgekommen. Und er sagt, ja, da passt eigentlich die Unfallchirurgie mit der Instrumentenkunde ganz gut dazu, die Statik, und so gibt's dann doch eine gewisse Verbindung schon dazu. Und wie darf ich mir die Ausbildung und das Studium bei der Bundeswehr vorstellen? Also gibt's da große Unterschiede? Wie würden Sie das beschreiben? Was ist das Besondere an der Ausbildung bei der Bundeswehr? Ja, also das ist dann so, dass bei mir war es so, es ist ein bisschen novelliert worden, aber bei mir war es so, dass ich nach dem Abitur zunächst eine Offiziersausbildung absolviert habe, und dann wurde ich im Anschluss dessen zum Studium nach Frankfurt und Regensburg beurlaubt. Dazwischen habe ich dann Praktika absolviert, nicht nur in den Bundeswehrkrankenhäusern, zum Beispiel dann auch im Flugmedizinischen Institut in Fürstenfeldbruck. Oder ich war auch bei den Gebirgsjägern in Bad Reichenhall, da sind wir wieder beim Bergsteigen. Und nach dem Studium bin ich dann eben normal als Assistenzarzt ins Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm gegangen, zum Professor Friemert, den Sie ja bereits interviewt haben. Da habe ich dann meine Ausbildung zum Allgemeinchirurgen und Orthopäden-Unfallchirurgen bis hin dann zum speziellen Unfallchirurgen absolviert. Für 2,5 Jahre war ich dann auch im Krankenhausmanagement tätig, habe dann auch ein berufsbegleitendes Studium der Betriebswirtschaft durchgeführt, und dann konnte ich mich parallel zu meinem klinischen Werdegang wissenschaftlich engagieren, an der Uni Ulm habilitieren, und habe dann 2019 die außerplanmäßige Professur erhalten. Kann man eigentlich auch den zivilen Weg einschlagen, dort die Ausbildung, das Studium machen und später zur Bundeswehr gehen? Geht das eigentlich auch, oder muss das von Anfang an so laufen? Ja, das sind, was Sie ansprechen, das sind die sogenannten Quereinsteiger, die quasi etwas später einsteigen nach ihrem Studium. Das sind Leute, die durchaus auch Zivildienst im Übrigen gemacht haben können und ihr Studium absolvieren und dann an dem System Bundeswehr auch Gefallen finden können und nach dem Studium sich dann eben auch bewerben können und als Soldat anfangen können. Ist ja gut zu wissen, dass Sie das jetzt so beschreiben, war mir gar nicht bekannt, dass das so geht. Also im Prinzip habe ich immer gedacht, das ist eigentlich, muss auch früh beginnen, Wehrdienst, Studium, und dass man dann später auch noch dahin wechseln kann, war mir gar nicht so bekannt. Aber ich denke, das wird vielleicht auch viele junge Zuhörer interessieren, dass es eben unterschiedliche Möglichkeiten auch der Karriere gibt. Wie bei Ihnen zum Beispiel, Sie sind ja später dann auch von der Bundeswehr in den zivilen Bereich gewechselt, ne? Naja, es ist ja doch ein gewisser Reiz an dem System Bundeswehr. Es verfolgt eher noch eine generalistische Ausbildung, sprich dieses System des Allgemeinchirurgen als ersten Facharzt und dann das Absolvieren eines zweiten Facharztes, sei es jetzt in der Viszeralchirurgie, in der Unfallchirurgie, Orthopädie oder in der Gefäßchirurgie. Und das qualifiziert die angehenden Kolleginnen und Kollegen doch auf eine breite generalistische Basis. Und viele, die eben nicht dieses Konzept verfolgen wollen, wie es im Zivilen halt üblich ist, zum absoluten Spezialisten sofort zu werden, für die ist es durchaus reizvoll. Auch durchaus die Sache mit den Auslandseinsätzen ist doch ein gewisser Reiz für viele. Die sagen auch, humanitäre Hilfe leisten zu können. Und da bietet die Bundeswehr wirklich alle Chancen. Und da ist ja das Wissen in die Breite auch gefordert. Denn wenn ich Sie richtig verstehe, wenn ich richtig darüber informiert bin, dann machen Sie da tatsächlich alles sozusagen als Unfallchirurg oder als Chirurg. Und darüber können wir gleich mal sprechen. Aber Sie haben es gerade angesprochen, diese Auslandseinsätze. Das heißt, das ist auch etwas,
womit sie von Anfang an ja nicht nur gerechnet haben, sondern was sie auch angestrebt haben, was sie auch so verfolgt haben. Sie haben 8 Auslandseinsätze gemacht. Sie waren im Irak, in Afghanistan, Mali und auch auf dem Schiff. Also 8-mal im Ausland. Welcher Einsatz ist Ihnen da in besonderer Erinnerung geblieben? Also jeder für sich mit positiven und auch mit negativen Erlebnissen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also natürlich hat man zum Beispiel Angst, wenn man in seinem ersten Einsatz überhaupt als Notarzt in Kunduz ist, in Afghanistan, wirklich zu der Zeit, wo es heiß hergegangen ist. Ich denke, das ist noch jedem gut in Erinnerung. Ständige Gefahr vor Gefechtssituationen, Sprengfallen, mit denen man auch wirklich realistisch konfrontiert war. Sind Sie in so eine Gefechtssituation reingekommen? Wir, also durchaus mit den Truppen, waren wir zweimalig in Gefechtssituationen. Ja. Wobei natürlich, man muss es schon relativieren, man achtet natürlich darauf, dass die Sanitäter ja nicht in der vordersten Reihe stehen, aber in dem Kontext eben der Truppen sind wir natürlich als Notärzte mit dabei. Ja. Das war Ihnen vorher bewusst, da haben Sie sich bewusst dazu entschieden. Und wenn es dann passiert, dann richtig vorbereiten, gedanklich, das ist dann schon schwer, oder? Also wir werden vorbereitet auf die Situation, nicht nur medizinisch fachlich mit der Qualifikation als Notarzt. Das ist klar, dass das medizinisch sitzen muss. Wir werden auch entsprechend soldatisch vorbereitet. Das, denke ich, das steht dann auch im Vordergrund unserer Vorausbildung. Durchaus auch mit dem Verband, mit dem wir dann in Einsatz gehen, zu üben im Vorfeld, wenn es sich realisieren lässt. Auch Schießausbildung, das Verhalten als Soldat ist enorm wichtig. Das muss man alles erlernen und üben. Dann sind natürlich auch Kameraden gefallen. Wie denkt man da nicht manchmal, ist das alles noch so das Richtige? Muss ich das noch weiter so machen? Was geht Ihnen da dann durch den Kopf? Also das ist tatsächlich so, dass ein Kamerad, tatsächlich auch ein Sanitätsoffizier aus Ulm, gefallen ist in einem Gefecht. Er wurde quasi von der Panzerfaust, wurde das Fahrzeug erfasst. Und es war kurz vor meinem eigenen Einsatz, wenige Monate vorher. Ich war gerade so in der Vorausbildung und wusste, dass ich jetzt auch nach Afghanistan gehe. Und es wäre gelogen, wenn man behaupten würde, dass es einen kalt lassen würde. Und man reflektiert schon und sagt, ist es das Richtige? Aber ich bin auch nicht der Typ, der dann sagt, jetzt entscheide ich mich anders. Ich habe mich im Vorfeld dazu entschieden. Ich wusste, dass es Auslandseinsätze gibt, als ich 2000 zur Bundeswehr gegangen bin. Da ging es alles so nach und nach los. Sicher nicht in der Intensität, wie es dann in Afghanistan war. Aber für mich war das nie eine Option zu sagen, jetzt mache ich einen Rückzieher. Von Kamerad zu Kameradschaft, das ist auch was Besonderes bei der Bundeswehr, also gerade bei den Auslandseinsätzen, oder? Vielleicht können Sie da mal kurz erzählen, wie ist das da vor Ort? Ja, also wir hatten ja jetzt negative Dinge besprochen und das ist sicherlich, was mir als Positives von den vielen Einsätzen in Erinnerung bleibt. Aus vielen Kameradschaften sind sicherlich inzwischen auch Freundschaften erwachsen, nicht nur mit verschiedenen Berufsgruppen, mit verschiedenen Tätigkeitsfeldern, auch durchaus mit vielen verschiedenen Nationen, mit denen sie in den Einsätzen sind. Kaum ein Einsatz ist heute rein national, sind eigentlich alle im internationalen Kontext. Und es ist schon unglaublich spannend, viele Menschen da kennenzulernen. Und da sind mir sehr, sehr viele positive Erinnerungen geblieben. Improvisationstalent, viele lustige Momente. Improvisationstalent war dann auch als Operateur gefordert, oder? Wie darf ich mir das vorstellen? Also, ja, skurrile Operationen, die man sonst nicht täglich durchführt, hatte ich dann durchaus zu vollführen mit Telefonjoker im Krankenhaus zu Hause. Okay, was gab's da für skurrile Fälle? Ich glaube, das Skurrilste für einen ansonsten eher im Bauch operierenden Allgemeinchirurgen oder am Knochen operierenden Unfallchirurgen war sicherlich eine Hodenblutung, sodass ich mal einen Hoden freilegen musste und dann entsprechend Hämatom ausräumen.
Wie gehen Sie dann damit um? Sie haben gerade gesagt Telefonjoker. Das heißt, Sie rufen den Kollegen in Deutschland an und fragen. Genau, Tipps und Tricks. Also finden kann ich ihn ja noch anatomisch. Ja. Aber dann, wie man dann quasi, ob es dann nochmal, ob man was beim Zugang beachten muss. Ich meine, vergleichen Sie es mal mit einem guten Koch. Wenn Sie heute zu einem guten Koch sagen, koch doch mal bitte dieses Gericht nach, dann braucht er oft nur das Gericht sehen und erschmecken und kann durch seine Erfahrung durchaus ein passables Ergebnis erzielen. Und so ähnlich ist es da auch. Ich meine, viele können sich das vielleicht auch gar nicht so richtig vorstellen. Also Sie haben ja kein großes Team an unterschiedlichen Fachspezialisten, auf das Sie zurückgreifen können, so wie das in der Klinik dann der Fall ist. Sie sind dort tatsächlich ganz auf sich alleine gestellt und das in jungen Jahren. Das ist eine große Verantwortung, die man da trägt. Und da muss man früh lernen, damit umzugehen, oder? Ja, also das würde ich tatsächlich, was die Einsätze betrifft, als großes Alleinstellungsmerkmal sehen. Also auch natürlich auch an den Bundeswehrkrankenhäusern und auch an den zivilen Krankenhäusern in Deutschland ist es ja so, Sie sind als Assistenzärzt, sind als Assistenzarzt tätig, Sie haben Ihren Facharzt, Sie haben Ihren Oberarzt, Sie haben Ihren Chefarzt. Also Sie haben eigentlich immer die Chance, mit doppeltem Boden zu arbeiten. Dieses System haben Sie im Einsatz in der Regel nicht. Je nachdem, in welchem Einsatzgebiet man sich befindet, haben Sie, wenn Sie als Facharzt tätig sind, einen Assistenzarzt mit dabei, aber vielleicht auch von den anderen Nationen noch ärztliche Kollegen. Aber das war es eigentlich. Also das System wäre nicht durchhaltefähig, wenn Sie jetzt meinetwegen in Afghanistan zwei Gefäßchirurgen, zwei Unfallchirurgen und zwei Viszeralchirurgen hätten und dann bräuchte man noch den Urologen und so weiter und so fort. Das ist nicht möglich. Ja, dafür sind es zu viele Einsätze für die verfügbaren Leute. Und hat Sie das geprägt für Ihre berufliche Karriere dann im Nachhinein? Ja, also fachlich auf der einen Seite, aber auch vom Mindset, dass Sie sich dadurch durchaus konfrontiert sehen müssen, dass Sie jetzt der Problemlöser sind. Sie können jetzt nicht den Patienten verwalten, überweisen oder ähnliches, sondern Sie müssen das Problem jetzt lösen. Und das prägt schon einen, dass man das mitnimmt und sagt, jawohl, wir sind jetzt mit der Situation konfrontiert. Ich habe vielleicht noch kurz Zeit, mich zu informieren, bestmöglich, und führe dann die Operation durch. Und das tatsächlich geht auch. Ja, sich das auch nochmal bewusst zu machen, dass es auch gar keine Alternative gibt. Ne? Also nicht nur, dass es keine Fachspezialisten vor Ort gibt, auf die man zurückgreifen kann. Also man kann auch nicht sagen, ja, okay, tut mir leid, weiß ich jetzt nicht, wie das geht, das mache ich jetzt nicht, sondern sie lernen dann damit umzugehen und sagen ja auch gerade, die Ergebnisse sind ja auch gut. Also da kann man auch viel draus lernen. Absolut. Also Selbstvertrauen darf man durchaus auch als Chirurg haben. Ich habe mich nur ab und an gefragt, was eigentlich ist, wenn mir was passieren würde, wenn ich mal damit zu. Aber das sollten wir hier nicht näher vertiefen. Okay, eigentlich wollte ich gerade nachfragen, gibt es dafür einen Plan, was dann gewesen wäre? Ja, ich glaube in dem Fall eine gute Antibiose und hoffen, dass der Assistenzarzt das hinkriegt. Ja, okay. Ja, das, ich meine, jetzt lachen wir darüber, wenn es dann soweit ist, dann ist Schluss mit lustig sozusagen. Ne? Aber ich meine, es ist ja schön, dass Sie über diese Zeit auch so viel sprechen und auch so viel lachen können. Das ist in guter Erinnerung geblieben. Also das sehe ich schon. Sie sprechen gern drüber, erzählen davon und können auch lachen, trotz der negativen Erfahrungen, die Sie da gemacht haben. Ja, absolut. Also kann ich definitiv. Und wenn man ehrlich ist und jetzt mal fernab des Systems Bundeswehr beim zivilen Arbeitgeber ist, dann werden Sie auch immer positive und negative Aspekte bei jedem Arbeitgeber finden. Vermissen Sie das System Bundeswehr manchmal? Ja, manche Aspekte durchaus, aber so auch da kann ich auch nur die Parallele ziehen, wenn Sie von einem zum anderen Krankenhaus im Zivilen wechseln, werden Sie immer wieder sagen, das war dort schöner, aber Sie werden wieder im neuen System Dinge finden, die Sie jetzt besser finden. Ich glaube, alles zu seiner Zeit. Für mich war das System, ich sag mal, als junger Mann zwischen 20 und 40, auch mit den vielen Einsätzen, vielleicht keine Familie, ist es für mich
eher akzeptabel, als wenn man dann Kinder hat, die vielleicht auf einen zu Hause warten. Und das sind so Aspekte. Es spielt vieles, denke ich, im Leben, da eine persönliche Entwicklung auch eine Rolle. Und für mich war das eine gute Lebensphase und jetzt gucke ich in die nächste Phase. Was würden Sie empfehlen, wenn jemand drüber nachdenkt? Oder wem würden Sie das raten, diesen Weg zu gehen, Bundeswehr? Muss man dafür ein bestimmter Typ sein? Gibt es Fälle, wo Sie sagen, vielleicht ist das für dich eher nichts? Also wenn jetzt jemand zuhört hier in unserem Podcast und sich fragt, soll ich das machen oder nicht? Können Sie da einen Ratschlag geben? Also es ist auf jeden Fall nichts für jemanden, der, ich hatte es vorhin ja schon angedeutet, sofort der Spezialist werden will. Ich will der Meister der linken Schulter sein. Dann kann ich das System nicht empfehlen. Also es sollte für jemanden sein, der eine fundierte, aber auch breite generalistische Ausbildung genießen will, der dafür auch in Kauf nimmt, zu sagen, ich werde nicht nach 6 Jahren direkt Unfallchirurg, sondern nehme in Kauf, dass ich erstmal so und so viele Jahre Allgemeinchirurgie mache, dass ich dann einen zweiten Facharzt mache und dann fehlt ja dann noch die spezielle Ausbildung, ob es Unfallchirurgie oder Viszeralchirurgie ist. Das ist also ein langer Weg und auf das muss man sich vorbereiten. Man muss auch damit zurechtkommen, dass man eben in die Einsätze geht. Das sollte jedem bewusst sein. Es ist nicht eine abstrakte Gefahr oder Situation, sondern es ist de facto so. Positiv zum Beispiel ist eine hervorragende Qualifikation. Also auch neben diesen Facharztbezeichnungen, ich habe es angedeutet, dass ich dann auch noch quasi nebenberuflich Betriebswirtschaft studieren durfte. Ich habe 4 Zusatzbezeichnungen, erwerben durfte, also sei es jetzt die Notfallmedizin, sei es die Sportmedizin, die ich an der Sportschule der Bundeswehr absolvieren durfte, die Chirotherapie an der Sanitätsakademie der Bundeswehr. Also sie werden schon sehr, sehr gut ausgebildet. Sie werden auch von ihrem Dienstherrn dafür freigestellt. Und diese Chance haben viele Kollegen im Zivilen so nicht. Da ist einfach der ökonomische Druck da, dass man jemanden nicht so lange für solche Qualifikationen freistellt. Also es ist ein gutes Abwägen, welches Ziel verfolge ich, was möchte ich später werden oder wofür möchte ich mich qualifizieren, in welcher Rolle möchte ich auch später arbeiten. Denn eigentlich braucht es ja beides, sowohl die Generalisten als auch die Spezialisten. Das kann man ja heutzutage auch schon so feststellen, dass es wirklich auch beides braucht, oder? Ja, Sie brauchen halt den Generalisten immer dann, wenn der Patient komplex wird. Also wenn Sie jetzt ein Polytrauma haben, das eine Verletzung am Abdomen hat, das Extremitätenverletzungen hat, das blutendes Becken hat, Wirbelsäulentrauma, Schädel-Hirntrauma oder ähnliches, dann heißt es nicht, dass Sie alles operieren und versorgen können. Aber Sie müssen mit der generalistischen Denkweise an die Thematik rangehen und sagen, ich habe einen Algorithmus, welches Verletzungsmuster muss ich zunächst bedienen. Und das ist dem Spezialisten in diesem Sinne so nicht gegeben. Daher spielt der Generalist nach wie vor eine große Rolle, auch mal über den Tellerrand zu blicken. Nicht jeder Fall ist 0815 und da ist die Kompetenz des Generalisten gefragt. Ja, ein sehr schönes Statement für die Karriere bei der Bundeswehr und für die Ausbildung zum Generalisten, finde ich super. Und ja, Herr Professor Palm, dann müssen wir natürlich auch darüber reden, dass Sie dann den Weg bei der Bundeswehr verlassen haben und den zivilen Weg eingeschlagen haben. Wie kam es zu der Entscheidung? Ja, ich war ja dann schon 20 Jahre lang Soldat, hatte dann auch hinreichend fachliche Erfahrung gesammelt, auch war dann auch schon ein paar Jahre als Oberarzt tätig. Und wollte mich dann halt persönlich auch hinsichtlich der Karriere weiterentwickeln. Und dann hatte ich von Herrn Professor Perl, der klinische Direktor der Unfallchirurgischen und Orthopädischen Klinik am Universitätsklinikum Erlangen ist, das Angebot bekommen, dass ich bei ihm leitender Oberarzt werden könnte. Und die Gelegenheit, dann in ein wirklich sehr renommiertes Klinikum, Universitätsklinikum dieser Größe zu wechseln, die konnte ich mir dann nicht entgehen lassen. Okay, da ging es dann gar nicht um den Aspekt zivil,
ziviles Krankenhaus, sondern da ging es mehr um die Rolle und die Verantwortung und den nächsten Schritt, den Sie an der Stelle gut gehen konnten. Ja, ja. Also wenn ich auch das ehrlich sein darf, also es ist nicht so, dass man, wenn man dann die Bundeswehr verlässt, dann sich nicht mehr, gar nicht mehr so als Soldat so fühlt. Im Mindset bleiben Sie immer Soldat, wenn Sie das gerne gemacht haben, auch wenn man dann eher als Reservist tätig sein würde. Aber das ist dann einfach eine weitere Entwicklung und man führt dann die Karriere im Zivilen weiter. Ja, haben Sie Dinge aus Ihrer Bundeswehrzeit auch übernommen jetzt in Ihrer zivilen Karriere? Also gibt es Dinge, die sagen, die mache ich noch so, wie sie damals bei der Bundeswehr üblich waren? Das ist schwierig, weil mir natürlich, ich habe ja auch bei der Bundeswehr in einem Krankenhaus gearbeitet und wenn Sie ins Bundeswehrkrankenhaus kommen, dann werden Sie da kaum Unterschiede zum Zivilen merken. Natürlich trägt man da Schulterklappen und Uniform und das sieht etwas anders aus, aber ansonsten ist das tägliche Arbeiten vor Ort im Bundeswehrkrankenhaus gleich zu einem zivilen Krankenhaus. Und deswegen gab es da gar nicht so große Unterschiede. Die großen Unterschiede waren immer im Auslandseinsatz, wenn sie dann Flecktarn anhatten. Das hat man im zivilen Jahr, beziehungsweise das hat man ja im Bundeswehrkrankenhaus auch nicht. Gibt es Unterschiede im Bereich Führung und Zusammenarbeit? Also da ist Bundeswehr ja auch sehr strukturiert. Ja, also ich würde mich schon als durchaus strukturierten Menschen bezeichnen. Was sicherlich auch noch ein bisschen anders ist, sie werden ja sehr früh als Menschenführer erzogen im System Bundeswehr. Das beginnt beim Offizierlehrgang. Sie sind junger Abiturient gewesen und müssen sich sehr früh mit der Thematik auseinandersetzen, Vorgesetzter zu sein, auch wenn es im Kleinen ist. Wenn sie ganz wenig Soldaten führen als junger Offizier und später natürlich auch als vielleicht als höherer Offizier, ich war zum Schluss dann Oberfeldarzt, das kann man übersetzen als Oberstleutnant. Und das mit dieser Thematik, wenn man sich früh auseinandersetzt, hat man ein anderes Führungsverständnis. Also ich denke auch, Vorgesetzter zu sein, ist nichts, was durch Handauflegen passiert oder durch die Beförderung in eine bestimmte Position. Es ist genauso, wie Sie operieren lernen können, ist es auch so, dass man lernen kann, ein guter Chef zu sein. Man muss selbstreflektiert sein, man muss Menschen Anerkennung schenken, man muss auch durchaus, man darf auch nicht eingefahren sein in seinen Führungsstil. Also Führung kann heißen laissez-faire im Rahmen von einem Betriebsausflug bis hin zu, sagen wir mal, ja, sehr strenger Führung, wenn es im OP blutet. Da muss jede Anweisung sitzen. Und vielleicht im Mittel dann kollegiales Führen, damit die Leute auch bleiben und zufrieden mit ihrem Chef sind. Also Führung muss situativ sein und man kann sie lernen. Und deswegen habe ich gerade so ein bisschen nachgedacht. Das ist sicherlich was Sie in frühen Jahren in der Bundeswehr. Und das, was Sie beschrieben haben, ist ja auch gleichzeitig die große Herausforderung. Denn die Situationen, die wechseln ja von jetzt auf gleich. Also wenn Sie sagen, autoritär im OP, wenn es drauf ankommt, und moderate außerhalb des OPs. Und dazwischen liegt ja nicht viel Zeit. Dazwischen ist ja nicht viel Raum und viel Luft. Also dann muss man auch schnell umswitchen. Das stelle ich mir als große Herausforderung vor. Ist es aber, glaube ich, in der Praxis gar nicht mal so, weil die Leute das auch verstehen. Und man muss auch sagen, der Kreis, zum Beispiel nehmen wir mal jetzt den OP, oder nehmen Sie einen Notarzt auf der Straße. Für Mitarbeiter ist es auch manchmal eine Entlastung. Sie erwarten das manchmal durchaus auch in bestimmten brenzligen Situationen, wenn es klare Vorgaben gibt. Weil Sie nehmen den jüngeren Kollegen, nehmen Sie auch gewisse Verantwortung ab. Wenn Sie sagen, wir geben jetzt dieses Medikament oder wir setzen die Zange da und dorthin, dann ist es auch wichtig, dass man auch zu der Entscheidung steht und auch natürlich auch den Mitarbeitern den Rücken stärkt.
Und deswegen darf man das gar nicht mal so immer so negativ sehen, wenn man in bestimmten, ich betone es wirklich, in bestimmten Situationen durchaus autoritär sein muss, weil es die Situation erfordert. Aber das soll nicht entschuldigen, wenn jetzt einer fälschlicherweise cholerisch ist oder ähnlich. Das muss man stark davon trennen. Also ist auch wichtig, Mitarbeiter zu informieren, kommunikativ zu sein, Anerkennung zu schenken. Die sollen zufrieden nach Hause gehen und vielleicht noch zufriedener in die Arbeit kommen. Ja, sehr schön, dass Sie das sagen. Ich wollte gerade noch mal erwähnen, also auch gut, dass Sie noch mal feststellen, autoritär heißt nicht laut und cholerisch und impulsiv, sondern autoritär bedeutet klar in der Anweisung und in der Struktur und auch streng, weil es natürlich auch in Ihrem Beruf um Leben und Tod geht. Und da ist das eben auch mal gefordert. Und wenn dann Mitarbeiter auch noch von einem guten Rahmen, in dem sie Vertrauen spüren und in dem sie wissen, da trägt auch jemand die Verantwortung hier für eine schwierige Situation, dann können sie auch besser agieren. Also das, glaube ich, ist ganz wichtig, wie Sie das jetzt nochmal herausgestellt haben. Das finde ich gut. Und dass es eben darum geht, dass Menschen motiviert zur Arbeit kommen und Spaß an der Arbeit haben. Und da sind wir jetzt mal so ein bisschen bei dem Thema junge Mediziner. Was würden Sie jungen Medizinern auch mit auf den Weg geben? Ja, was würde ich jungen Medizinern auf den Weg gehen? Also man muss ehrlicherweise sagen, aktuell stehen den jungen Medizinern so viele berufliche Optionen und Karrierechancen wie nie zuvor zu. Also Sie haben ja an meinem Weg gesehen, dass ein Systemwechsel nach wie vor gut möglich ist. Es ist nicht mehr so, als ich mein Studium absolviert hatte, da war es undenkbar, dass Sie von einem vielleicht kleineren Krankenhaus zurück an die Uni kommen. Dieses System ist durchlässiger geworden, aber ich kann nur empfehlen, dass ein junger Mediziner sich jetzt überlegt, wo möchte ich in 5 Jahren stehen, wo möchte ich in 10 oder gar 20 Jahren stehen. Welchen Stellenwert hat für mich zum Beispiel die Klinik, die Wissenschaft, sagen wir mal, irgendwelche zeitraubenden Hobbys oder auch die Familie vielleicht perspektivisch? Oder, was ich natürlich nach einem langen Studium der Medizin sehr bedauerlich fände, sehe ich mich dann eher im administrativen Bereich. Und Sie sollten sich wirklich früh überlegen, in welche Richtung möchte ich gehen? Was muss ich dazu für Mittel einsetzen? Was ist sinnvoll? Ich sollte mich nicht zu sehr verzetteln. Und dann sollten Sie Ihre Karriereplanung nach Ihrem Lebensziel ausrichten und das mit dem großen Engagement eben verfolgen. Und wenn Sie das tun, dann steht Ihnen egal, für welchen Bereich Sie sich jetzt von den aufgezeigten entscheiden, Tür und Tor offen. Also als erstes kommt das Ziel. Ohne Ziel, weiß ich, wie bei einem Navigationssystem. Wenn ich das Ziel nicht eingegeben habe, kann es keine Route berechnen. Und das habe ich jetzt auch so rausgehört. Stellen Sie Ihr Ziel erstmal fest. Schauen Sie, wo liegen Ihre Fähigkeiten, wo liegen Ihre Interessen, was ist mit Ihrem Leben, dass er nicht nur aus Beruf besteht, was ist damit vereinbar? Und wenn das Ziel steht, dann sagen Sie, dann kann das auch funktionieren, wenn ich meine Aktivitäten, also meinen Karriereplan danach ausrichte. Das ist richtig. Also ich sehe das jetzt hier im universitären System eher, dass manche Kolleginnen und Kollegen sagen, okay, ich habe jetzt hier meinetwegen in der Gegend studiert und dann bewerbe ich mich einfach, weil es kommod ist, mal hier in der Klinik. Will aber vielleicht, weiß vielleicht sogar auch, dass das nicht die Zukunft sein wird. Und das ist schwierig. Also man sollte nicht nach dem System Try and Error vorgehen. Ich probiere es einfach mal aus. Sie müssen, wenn Sie einen Lebenstraum haben, wenn Sie sagen, ich möchte mal Unfallchirurg werden oder Unfallchirurgin, dann müssen Sie dann auch aus der Komfortzone raus und müssen bestimmte Dinge in Kauf nehmen. Wenn Sie sagen, Sie wollen großer Wissenschaftler werden, dann müssen Sie vielleicht auch mal ins Ausland gehen. Also Sie müssen bereit sein, um Ihr Ziel zu realisieren, aus der Komfortzone zu gehen und dann einfach auch alles darauf drauf und dran zu setzen, um es zu realisieren. Ja, und ich glaube, das geht auch nur, wenn man wirklich auch eine Leidenschaft dafür empfindet. Sonst kann ich mir das nicht vorstellen, dass ich lange durchhalte. Also wenn ich nicht das Feuer habe, dann wird das schwierig mit dem Umziehen oder mit
ja, mit Abstrichen machen für die berufliche Karriere. Wenn die Leidenschaft nicht da ist, dann ist das eher kurzfristig und irgendwann habe ich wahrscheinlich keinen Bock mehr. Das ist richtig. Und wenn Sie schon bei dem Bild des Feuers sind, wie sollen Sie dann später mal, wenn Sie dann meinetwegen Ihr Ziel erreicht haben, wenn Sie nicht selber brennen, wie sollen Sie denn dann die jungen Kolleginnen und Kollegen entflammen? Sehr gute Frage, kann ich gar nichts hinzufügen. Sie haben vollkommen recht, also damit wird auch alles deutlich. Ja, sehr schön. Herr Professor Palm, wir haben jetzt ganz viel gesprochen über Ihren Karriereweg. Sie haben viel erzählt, wie das bei der Bundeswehr war. Das fand ich wirklich sehr spannend, weil also ich persönlich, glaube viele Zuhörer auch, so selten die Gelegenheit haben, mal jemanden zu treffen, der auch so gerne darüber erzählt. Würden Sie sich manchmal wünschen, dass in der zivilen Gesellschaft etwas mehr darüber gesprochen wird, dass die Dinge etwas mehr beleuchtet werden, Bundeswehr, Auslandseinsätze, der Dienst der Soldaten, wie sehen Sie das? Ja, also das Erfreuliche ist, man kann die Entwicklung sehen, dass das Thema Bundeswehr, Auslandseinsätze mehr in den Fokus rückt. Mein Wunsch wäre es, dass die Bevölkerung nur differenziert betrachtet, was ist der Auftrag des Soldaten, der in den Einsatz geschickt wird mit dem Mandat der Politik. Hat er zum Beispiel zu verantworten, dass er nach Afghanistan geht, oder hat es die Politik zu verantworten? Das muss man differenziert betrachten. Letztlich ist die Bundeswehr das Organ unseres Staates. Wir haben das Mandat der gewählten Volksvertreter. Und deswegen sollte man es durchaus differenziert betrachten. Man sollte nicht mit dem Soldaten zu hart ins Gericht ziehen, wenn man sich selber nicht mit bestimmten Einsatzsätzen oder Ähnliches identifizieren kann. Ich kann Ihnen sagen, auch nicht jeder Soldat identifiziert sich mit dem einen oder mit dem anderen Einsatz. Das würde ich mir wünschen, dass die Bevölkerung da etwas offener ist, auch gnädiger mit den Soldaten. Manchmal tut es auch gut, wenn man einen jungen Soldaten im Zug sieht und sich auch mal bedankt für seinen Einsatz. Sie wissen nicht, ob derjenige vielleicht gerade von einem Einsatz zurückkommt und sich freut, seine Familie nach 4 Monaten wiederzusehen. Das war jetzt nochmal ein richtig guter Impuls, Herr Professor Palm. Das, glaube ich, öffnet einem auch ein bisschen die Augen. Ich glaube, was dazu helfen könnte, wäre auch mehr Transparenz. Also wenn man auch mehr darüber berichten würde, Politik oder Medien oder wer auch immer mehr darüber berichten würde, was der tatsächliche Auftrag ist, was das Ziel ist und was dort auch passiert. Ich glaube, das würde helfen auch. Wie sehen Sie das? Wird manchmal zu wenig berichtet oder auch falsch berichtet? Ja, also ich denke auch, das, was Sie ansprechen, Transparenz ist unglaublich wichtig. Transparenz ist wichtig bei positiven Dingen, auch bei negativen Dingen. Ich möchte hier nicht verheimlichen, es ist ja, denke ich, jedem bewusst auch, dass es auch schwarze Schafe in so einem großen System wie der Bundeswehr gibt. Auch das muss man aufdecken. Schwarze Schafe gibt es wahrscheinlich überall, ja. Und damit, auch mit denen muss man dann natürlich hart ins Gericht ziehen. Das will ich keinesfalls gutheißen. Aber Transparenz ist da der richtige Weg. Ja, und Transparenz würde auch funktionieren, weil man dann eben nicht immer nur über die schwarzen Schafe spricht, sondern eben über alles spricht. Und dann wird auch schnell klar, dass das Ausnahmen sind oder dass sie in der Minderheit sind und dass es viele andere wunderbare Dinge gibt, die dort passieren. Ja, genau so ist es. Ja, ja, sehr schön. Gibt es von Ihrer Seite aus noch ein Thema, das wir hier unbedingt ansprechen sollen, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Also ich freue mich sehr, dass es dieses Format wie Ihren Podcast gibt. Und es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir unsere jungen Kolleginnen und Kollegen an diesem wunderschönen Fach motivieren können und sie beglückwünschen können, dass sie sich dazu entschieden haben, Chirurgin oder Chirurg zu werden. Kein Fach, auch nach wie vor, ist so befriedigend wie das des Chirurgen. Sie sehen sofort ihren hoffentlich mehr Erfolg als Misserfolg. Sie können wirklich was leisten. Sie können ganz tolle Erfolge erzielen am Patienten. Die Patienten sind dankbar. Sie haben ein Spektrum
an Erkrankungsbildern, sie haben ein Spektrum an Jung, an Alt, Männer, Frauen, Kinder. Also dieses Fach ist faszinierend und ich darf Sie ganz herzlich beglückwünschen. Bleiben Sie, auch wenn es manchmal hart ist, an diesem Fach dran. Lassen Sie sich von diesen Podcasts oder anderen Medien bereichern. Und das würde ich gerne meinen jungen Kolleginnen und Kollegen auf den Weg geben. Ganz schöne Worte. Ein wunderbares Plädoyer für den Beruf des Arztes, für das Fach Unfallchirurgie, Orthopädie. Herr Professor Palm, auch vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns gewährt haben in Ihre Zeit als Soldat, in Ihre Karriere und das, was Sie dort erlebt haben. Ich fand es auch ganz toll, dass wir da über Emotionen sprechen konnten und auch über Gefühle sprechen konnten in dem Zusammenhang. Das war ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich danke Ihnen auch. Sehr gut. Ja, liebe Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked uns, liked diese Folge, abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback und ich sage Tschüss und bis bald. Das war Kurz vor OP, der Podcast von OPED. Alle Infos zum Podcast findet ihr unter www.oped.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünschen bis dahin eine gute Zeit und bis bald.